So. Hier sind wir wieder, Leute, bei einer neuen Runde LOL. Wird auch gerade ganz frisch aufgenommen. Heute kam Part 7 für euch raus. Ich hatte vorher noch keine Parts. Also ich habe jetzt keine Parts mehr. Deshalb nehme ich auch auf, Trollolol. Ich wurde gefragt, wie ich doch die neue Soraka finde. Interessanterweise sind mir diese Änderungen so im Chrom gar nicht aufgefallen. Ich habe mich nur gewundert, warum ich teilweise Movement Speed bekomme ohne eine direkte Begründung. Ich hatte ja... Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Hatte ich... Das letzte Match war es noch mit der neuen oder mit der alten? Ich glaube mit der alten Soraka. Was ich jetzt mit neu oder alt meine, ist, dass sie eigentlich einen gravierenden Unterschied gemacht haben. Und zwar, das Leveln von W, von der W von Soraka, steigert nicht mehr den Heal, den sie durch ihr Q bekommt. Q healt jetzt auch nicht mehr direkt, sondern gibt, wie soll ich sagen, Leben pro Sekunde, also ja, so Verjüngerungseffekt, wie es hier drin steht. Ja, so ein Hot, kein Dot, kein Damage pro Sekunde, sondern ein Hot, ein Heal pro Sekunde. Ich sollte da vielleicht eigentlich mal lesen, was sie schreiben. Ja, LeBlanc, die Feinde haben LeBlanc im Team, das wird echt schmerzhaft für mich wahrscheinlich im Late. Ja, das waren eigentlich im Grunde genommen auch schon die Änderungen. Obwohl, nee, die Q hat noch eine Änderung. Und zwar hat diese Q in der Mitte nicht mehr dieses Feld, wodurch es mehr oder weniger kritisch trifft. Und das ist alles weggefallen. So, yo, Double Ward. Du kriegst auch schon mal einen Heal. Nicht zu mir, bitte. Es ist nicht gut, den Healer in die Luft zu jagen. Für die Feinde schon, aber... Jetzt brauche ich natürlich erstmal meinen Q, damit ich mich wieder regen kann. Vielleicht noch mal zum letzten Part, wo ich ja so Rache gespielt habe. Für die, die es nicht gesehen haben, können ja gerne mal reinschauen. Ich habe mir da relativ früh eine Warmox gekauft. Ich meine, ich hätte es eigentlich auch in diesem Part gesagt. Aber egal, ich habe mir da relativ früh eine Warmox gekauft, bevor ich mit der Warmox überhaupt die 3000... Ja, Leute, WTF. Bevor ich überhaupt die 3000 HP erfüllt habe. Liegt einfach daran, weil ich von der HP und der Regeneration schon mal profitieren wollte. Was dadurch ja auch schon möglich war. Hier man sieht, er hat keinen direkten Kreis mehr in der Mitte, um kritisch zu treffen. Der Sternenregen. Man kann dieses Verjüngern auch übergeben, dafür brauche ich es allerdings erstmal. Jetzt hält ich es und jetzt kann ich ihn heilen und es hat auch Verjüngern und Movement Speed. Gibt es auch noch zusätzlich hinzu. Oh Gott, das ist blöd. Schlechte Position. Sehr schlechte Position. Dieses Movement Speed wird aber, soweit ich es verstanden habe, eigentlich nur stattfinden, wenn man nicht zum Feind rennt. Oder sollte eigentlich nur stattfinden, wenn man nicht zum Feind rennt. So, danke dafür. Ja, tut es auch. Wenn ich vom Feind wegrenne, habe ich es nicht. Es ist echt schlimm. Wenn er Schaden kriegt, tut es mir fast mehr weh als ihm. Also dem Cock. Wir haben eigentlich zwei gute Late-Game-Charaktere. Wir haben nur leider keine Tanks, aber die auch nicht wirklich. Es könnte nur sehr nervig werden, wenn sich irgendwas von denen hochfeedet und dann mit der Ulti von Zillian arbeitet. Ich habe die falschen Mercenaries dabei. Und wahrscheinlich auch die falschen Runen. Ja, ich bin voll auf Tank. Scheiße, ich habe meine Tank-Runen dabei. Das ist natürlich schlecht.
Woran ich das jetzt gerade gemerkt habe, ist genau an diesem blauen Strich, den ich manchmal unter meinem Charakter habe, beziehungsweise den, wie heißt es jetzt, den Kog'Maw teilweise auch unter sich hat, wenn er Schaden bekommt. Der kommt nämlich daher, dass ich Schaden von ihnen abgewehrt habe. Ich kann dich auch gar nicht healen, wie wär's damit? Du bist ja jetzt gerade bei 90%. Ja, ein bisschen drüber, okay. Tja, die sind nicht da. Silence und so haben sie nicht geändert. Ich guck noch mal kurz nach. Ich hab's hier auf meinem anderen Bildschirm auf. Ne, nur W und Q haben wir leicht verändert. Also gut, die Harrison konnte sie wirklich nie eigentlich vom Schaden her. Das ist schön. Ja, das nicht ganz so. So, jetzt reige ich mich wieder ein bisschen. Auch wenn man sie jetzt vielleicht wieder ein bisschen auf AP spielen sollte. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Was ich hier gerade die ganze Zeit versuche, ist, ihn halt mit der Verjüngung zu heilen. Aber ich glaube, man müsste mit der neuen Soraka wieder Q zuerst hoch machen. Das habe ich früher immer gemacht, die Q zuerst hoch. Aber ich glaube, mit der neuen müsste man das wieder machen. Na, wenn LeBlanc kommt, haben wir hier unten echt Probleme. Ich will halt wieder meinen Rack haben. Ich könnte auch das Heilensfeld unter ihm machen, aber ich finde es eigentlich immer so schön, dass er so schön nach vorne kommt, um die Bomben zu werfen. Dann kann ich mich eigentlich relativ gut regen und kann eigentlich auch gut viel Schaden drauf machen. Ja, das sind Änderungen, die im Patch 6.5 hinzugekommen sind. Ich finde es interessant, dass so enorme Änderungen eigentlich an den Champion vorgenommen werden. Weil ob man will oder nicht, ist es ja eigentlich schon ziemlich spielentscheidend. Alter. Nein. Oh, er hat jetzt noch die Verjüngung drauf. Ja, verpiss dich halt, WTF. Alter, du hast Verjüngung drauf. Ich gehe jetzt weg. Du kannst weiter last hitten. Das ist blöd. Das ist doppelt blöd. Boah, what the fuck? Warum hat die auf einmal wieder so viel AP? Egal. Kriegt der Yeezy? Ja, Exhaust ist blöd. Das ist doppelt blöd. Das ist dreifach, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. So, machen wir es mal so. Plus Vision Ward. Ich hätte sowieso locker über 3000 HP bekommen, sehe ich gerade. Erstmal, ich war glaube ich Level 14, als ich das geschrieben habe. Mit Level 15 hatte ich dann genug HP. Dazu kommt, dass ich den sehenden Stein noch hätte upgraden können. Der dann glaube ich 300 HP gibt. Und ich hatte das letzte Item noch nicht voll abgegradet. Da hatte ich die Geisterkutte. Obwohl ich ja mir diesen Mantel hole, der mehr Heal macht. Mich selbst mehr healt. Einkommende Heileffekte verstärkt. Weil ich es recht praktisch finde, wenn ich halt selbst hoch bleiben möchte von dem HP-Stand her. Und da riecht die Ash gerade ein Level-Up hinzugeworfen. Hallo. Aua. Mehr Aua. Achtung. Da hat er den Stun rausgehauen. Erstmal, dass er den Stun, glaube ich, getroffen hat, ne? Ja, das ist nicht so gut. Na, den haben wir. Den Ward haben wir.
Ich habe leider noch keinerlei Reck. Pass bitte ein bisschen auf. Ernsthaft. Sie ultet mich. Okay, eine Ashe im feindlichen Team ist echt mies. Muss ich zugeben. Denn diese Ulti kann sie echt deutlich öfter ausführen. Ich müsste eigentlich meine Reihe Rent of Flame wieder starten. Überlebst du? Die Morgana geht mir so auf den Sack, ne? Fing schon in der Champions Selection an, dass die Akali flamte, weil sie Akali top spielen möchte. Alter. Sie hat einfach so viel mehr Range mit ihrem Volley. Gegen was spielt sie eigentlich? Top Fiora. Cillian spiele ich in letzter Zeit eigentlich auch recht gern, muss ich zugeben. Ich kann ja auch mal ein Cillian-Video aufnehmen. Da kam auch noch die Ash-Ulti. Ich trau mich alleine nicht raus. Die Ash hat zwar kein Ulti mehr, aber wenn hier gleich das Cillian um die Ecke gerannt kommt, ich einen Stand-Up kriege oder so, bin ich auch schnell im Arsch. Wow. Ich habe eher Angst vor sowas, genau. Ich kann gerade schneller nach oben laufen. Kog, komm einfach zu Lane. Koggi! Ja, die Turtle haben wir eh nicht bekommen, super. Und unser Tower sieht auch nicht mehr so gut aus, ey. Ich häng gerade im Tower fest. Fünf Leute Mitte. Da kommt gerade ein Dings. Das ist meine Route.
Holt euch halt alle eine Bombe und rennt zu mir. Hast du jetzt gerade die Ulti gestartet und bist automatisch wieder rausgerannt? Habe ich das richtig gesehen? Warte, ich habe noch verjüngert. Das heißt, ich kann hier nochmal. Alter. Aggressives Minion. Ich kann leider nicht sonderlich viel machen für euch. In meiner momentanen Situation. Okay, ich muss weg. Da gibt es kein Wenn und Aber, ich muss weg. Der Ancient Heal war natürlich... Ich weiß jetzt nicht, was mehr hielt, wäre jetzt die Frage natürlich, ne? Bis zu 14 Leben über Sekunden wiederhergestellt. Ja, wie viele Sekunden? Jo, seems legit. Ja, ich würde sagen, man müsste wieder den Q hochskillen auf jeden Fall. Wow, mein Team hat 3 Kills. Meine Fresse. Du stehst 2-4, du kannst gar nichts carryen mit solchen Stats. 2-4-0. Der Akali hat jetzt erst so viele Tode wie du, mein Fräulein. Immer so am Rande. Also du hast es geschafft, öfter zu sterben als der Akali in der Zeit. Und tot. Leute, die pushen alle unsere Lanes. Wir sollten irgendwo auch mal anfangen zu verteidigen. Denn es macht keinen Sinn, wenn ihr jetzt alle auf Top seid, während da kein Feind mehr ist. Da, ich kann da nicht näher hin, da ist der verfickte Dings. Oh Gott, und sie trifft nicht mal den Kuh. Hast du bis jetzt überhaupt... einen Kuh getroffen. Alter.
Selbst das Gegnerteam jetzt schon anfängt, sich über die Morgana lustig zu machen. Da kam gerade ein Wort von Baron aus. Sind aber noch nicht dabei, ihn zu machen. Det Morgana. Autsch. Renn halt nicht zum Heal. Scheiß Slow. Man der Morgana sogar noch weiter Kills in den Arsch stopft, ey. Ihr merkt, dass euch da was hinterherläuft, ne? Ja, renn wieder weg von mir. Echt die besten Leute, ey. Könntest du weniger Suicide begehen? Autsch. Ja, jetzt bin ich tot dafür. Also der, Heal über Dauer ist gar nicht mal so schlecht, vor allem durch den Movement Speed, wie ich finde. Und den kann man halt auch gut Freunden geben, wenn man halt weg muss. Kurz Q treffen und dann die W und dann kann man gut wegrennen. Allerdings, wenn sowas passiert wie gerade, dass meine Q unterwegs ist, also runterfällt, und ich jetzt gestunt werde oder sonst was, irgendwie groß angegriffen wurde, hattest du früher immer so einen richtigen Nuke an Heal teilweise, dass du wirklich auf einmal, sag ich mal, 200, 300, je nachdem, was du für Items hast oder wie viel AP du hast, das zubekommen hast, was jetzt halt nicht mehr ist. Und genau das hat einen damals mehr oder weniger oftmals das Leben gerettet. Und jetzt mit diesem Heal über Overtime bringt das nicht mehr so viel. Also man konnte sich damals besser gegen Burst Damage anhielen, ich sag's mal lieber so. Wenn dieser Burst Damage dich nicht direkt umgebracht hat und dann noch ein paar Attacken hinterher mussten, ein paar Auto-Attacks oder sowas, konntest du dich wieder gut hochheilen, solange dein Ding unterwegs war. Das Traurige ist ja, wir haben ja eigentlich das stärkere Late-Game-Team. Damit haben sie Baron. Aber das Team ist so belämmert und vor allem die Morgana, das wird einfach nichts mehr. Das wird einfach nichts mehr. Nee, da kann ich nicht hin. Die Morgana ist wirklich best.
Ja, ist echt OP. Und sie redet von Carrion. Naja, ich weiß auf jeden Fall, wen ich gleich reporten werde. Ich danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Also, meine Meinung über die neue Soraka habt ihr gerade bekommen. Für die, die es interessiert hat.